Sehr gut. Ui. Hallo. Kevin einladen. Da wissen Sie. Ist ja kein Einladersystem hier. Und öffne mir die Welt. Hab ich. Ich warte schon seit 3 Jahren darauf, dass du beitrittst. Ey, ich hab gerade mal das Spiel gestartet. Ich bin immer noch bei mir im Erdenbaum gefangen. Im Erdenbaum? Ja, hier bei dem Erdenbaum, wo ich mich hintippet hab. Achso. Demnächst. Hallo, Meli. Meli, erschreck mich doch nicht so mit dem Bu. Ist unglaublich. Mit Leute, die einen hier erschrecken, einfach so. Wie geht's? Wie steht's so? Oh, ganz gut. Lust auf Elden Ring. Später Dying Light 2. Dann nochmal wieder Elden Ring, was vielleicht, wenn Kevin Bock hat. Ja, mal schauen. Super. Ich habe einen Geist, das ist mein Job. Oh. Dann, aber es gibt auch liebe Gespenster, also Geister. Es gibt Schreckgespenst und Gespensterschreck. What? Ja. Beast Eye Quivers? Ja, bei mir. Warum hat das bei mir es angezeigt, wenn ich nicht beim Lager war? Warum wieder auf dich lasern, what the fuck? Mili ist so ein mittelmäßiger Geist. Du bist ein großartiger Geist. Großartiger Geist, sag mal, den gar nicht treffen. Die scheiß Bogenschützen nerven. Bogenschützen. Eigentlich ganz friedlich, aber schreck, gell? Oh. Aber wie geht's dir denn so? Abgesehen vom Geisterleben. Erzähl dich auch, dass du noch ein Geist bist. Du siehst mir Fuß noch recht taub. Ja, würde ein Fuß auch nicht taub sein? Gott, du würdest ihn als... Fuß taub ist da? Du würdest... Stell dir mal vor, deine Füße wären nicht taub und du würdest halt den Geräusche hören, wenn du läufst. Aber warum ist dein Fuß taub? Hattest du eine OP? Er ist betäubt worden, weil was rausgeschnitten wurde. Was wurde rausgeschnitten? Und wieso? Weshalb? Warum? Wo ist hier der Runtergang gewesen? Da, hab ihn. Doch, das macht das wirklich. Das Skelett kommt nicht voran. Blockiert aber irgendwie nicht perfekt. Hübsche Sensor, Kevin.
Ja, finde ich auch. Todespest, ne? Rot und Blut. Ja. Eingewachsener Nagel. Dann eine fette Entzündung wegen der Salbe oder so. Ja, okay, einen eingewachsenen Nagel hatte ich auch. Der wurde auch rausgeschnitten bei mir damals. Ja. Ah, cool. Also, wir können alle erkunden jetzt, ne? Ja. Ja. Das zweite Mal am selben Fuß. Wow. Das ist unglücklich, wenn zweimal am selben Fuß der Nagel wieder einwächst. Bei mir war es der rechte große Zeh und... Ja. Dem sieht er zwar etwas seltsam aus, aber keine Probleme mehr. Ich weiß noch, als ich damals den Verband dann hatte und dann das erste Mal der Verband gewechselt wurde, bei mir ist der Kreislauf zusammengebrochen. Weil der Verband mit dem teilweise mit der Wunde zusammengewachsen war. Das musste halt dem nur mal abgemacht werden. Nein, Natsu macht ein Hai und ist Angry Cat. Oder Angry Fox. Natsu halt. WB Natsu, du hast keinen Tod verpasst. Nee. Natsu ist zu 50%. Oh, eine. Natsu ist eine perfekte Balance zwischen Mensch und KI. Natsu, ich habe noch keine Randomize eingebaut da drin. Bevor du fragst. Okay. Na, hier sieht's nicht anders aus. Na, oh, da ist ein Teleporter, würde ich mal. Sogar zwei. What? Bei ihm ist noch einer. Oh lol. Oh, Ding Rammen. Au. Er scheint nicht aktiv zu sein. Lol. Ach schade, der hat einen unsichtbaren Alpha-Wander. Oh. Schade. Ah, jetzt wird das Ding da hinten erst aktiv. Oh. Mini schreibt, mein Kreislauf ist nur mal zusammen komplett unten gewesen, weil mal was rausgeschnitten worden ist und am Arm. Ach, nur weil ich perfekt reingeschauen konnte, wie das abgeschnitten haben. Oh. Ja gut, aber dann hast du das nicht vertragen. Oh. Oh. Ja gut. Warte, ich hol kurz die Karte. Nein. Warum? Weil wir den anderen Weg gehen, dann richtigen. Wir kommen da so oder so davon bei. Danke fürs Trinken. Ich fand das ganz interessant, als ich gesehen habe, wie sie bei mir an mir herumgeschnippelt haben beim Zedern. Danke, dass ich das Item aufheben durfte. Ja, darfst du gleich noch. Ja. Scherzkeks. Wie kommen wir zurück? Oh! Ja, hey, Iski, da hinten ist das Item, bitteschön. Lass uns mal rüber dackeln. Das ist ja eine komplette Sackgasse hier. Hä? Nein, das ist es nicht. Oder? Hä? Geht doch hier runter. So wie immer. Ich konnte vorher doch schon von der anderen Seite hinkommen.
Aber gut, du musst jetzt. Ja, wo, du hättest dir denken können, dass ich das Item nicht aufgehoben habe, weil ich nicht da war. Ja, naja. Awarding Remnant. Ist immer noch so hübsch hier einfach. Sieht so cool aus. Bist du durch den Teleporter gegangen? Ja, musste ich ja. Hm. Ich war doch noch komplett im Ladescreen warst und so, als ist es bei dir jetzt nicht mitgegangen. Dann dürfte doch jetzt, wenn ich hier unten den aktiviere, du einfach mitgezogen werden, oder? Ja, hab ich mir jetzt auch gerade gedacht. Okay, das ist neu. Das ist definitiv neu. Das war vorher nicht da. Hast du Ladescreen? Nö. War ich zu weit weg anscheinend, okay. Hm. Nee. Nicht dahin es geht. Hä? Ja, ich habe eine Gnade hier bei Faro Masala, wo wir jetzt, wo das Ding hinführt. Oh lol. Wo soll ich das wissen? Ja, wollte ich ja gerade sagen, aber du hast ja schon gemacht. Ja, weil ich es nicht wissen konnte. Einfach mal abwarten, Eski. Ja, Kevin, es wird doch nicht wieder funktionieren, weil der neu ist. Warum hast du damit Probleme, ey? Keine Ahnung. Wenn ich alleine bin, kann ich da hinreisen. Du bist einfach direkt hier gespawnt? Ja, ich bin ja da in der Mitte von dem Ding gespawnt. Oh mein Gott, man kommt von hier aus. Ach, oh Gott. Da kannst du übrigens wieder beitreten. Ich bin schon dabei. Okay. Okay. Wer kommt da lang? Ach du Scheiße. Warning. Oh Gott, schon wieder. Immer war zugemüllt mit denen. Mm. Hi Monty. Da. Masala war schon immer so. Was ist da unten für eine Kampfarena? Wo? Da. Unter uns? Okay, anscheinend gibt's hier noch einen neuen Boss. Ja, ich kann mir jedes denken, dass jedes Hauptgebiet so einen neuen Boss hat. Ne? Previous Chosen, dann der, Landel. Ja. Ja, das Ding war für den Lunaria-See. Da geht's weiter.
Godskin Monarch, genau. Ja. Oder so, irgendwas. Ach, nö, nicht so einer. Diese Löcher in dem Scheißdingern drin. Ja und? Darüber? Ah. Hättest jetzt gefeiert, wärst du da einfach runtergefallen, ne? Ich auch. Lauf einfach rüber, flupp runtergefallen. Hier auf dem Dach drauf ist nix. Da hinten lang? Mir sieht aus, als würde es der Sackgasse sein, ne? Ah. Boah. Ich guck mal. Ja, Sackgasse. Eine sackige Gasse. Ich weiß nicht, ob wir den ansatzweise auch noch machen wollen, Kevin. Ich meine, wir können uns den angucken und dann sterben. Und dann geht's auch noch weiter. Ach, das ist ein anderer Weg einfach. Also Kevin, wir machen die definitiv nicht. Ich will den nicht mal angucken, glaube ich. Angucken können wir uns denn. Ich benutze nur alles, dass ich nochmal ein Level machen kann, dass ich nicht so viel verliere. Ah, 6000 Runen kann ich verlieren. Mir fehlen gerade noch 9000 für ein Level. Bin ich so viel zusammen? Ich glaube ja. Ja. Mann! Ah, ich verliere 3000. Hallo? Oh. Ah, okay. Lanzjox! Oh, der ist das Deathzeug immun. Dann glaube ich mir das schon gedacht. Nee, ist er nicht. Dass da irgendwas immun ist. Drop gehabt einfach nur. Ne, ich hab den Band gebrochen und da hat's nicht funktioniert. Aber am Kopf hat's funktioniert. Ab. Ab. Hör auf! Hör auf! Das ist Flügelschlag. Das war's frei, ne? Lanzjox, was ist los? Seine Kleve, yay! Ich hab mal was Neues. Jetzt geht's hier ins normale Pharma-Sala wahrscheinlich. Na, hier ist einfach nur. Nee. Wait, geht das jetzt hier runter zu Platzi? Platzi. Okay, ne. Doch, geht's. So aus, ja. Umgeh easy for strike. Ach du Scheiße, ich hab 203.000 Runen. Oh, jo.
Ich hoffe, hier kommt nochmal ein Grace am besten. Ne? Ein Placidu sagst hier. Da oben vorne ist ein Ort der Gnade. Jetzt fehlen mir 5.000. Ja, mir fehlen 17.000. Ja, du hast auch noch die zwei Embraces, oder nicht? Weiß. Nur sag, was mir 17.000 fehlen. Oh nein, mir fehlen 800. Hast du keine Runen mehr? Nee. Sehr schön. Dank. Oh, Alter, es geht. Okay, mir fehlen noch nochmal 3.000, okay. Da habe ich noch 59 Runen. Mach's so gut, Kevin. Ah, ich klingel. Ah, das ist auf jeden Fall. Lansax Cleave ist auf jeden Fall ein Zauber, der gehört zu nirgendwo hin, ne? 53, What? Glaube! Das ist ein bisschen, ne? Ja doch, es kommt nach meinen Drachenspells. Ja, okay, aber dann, ich habe deine Drachenspells nicht. Oh, ja doch, ja, schon, stimmt, hast recht. Aber das ist dann wirklich das Allerhöchste von denen. Ey, guck mal, Kevin. Hast du auch mal wieder einen guten Zauber? Kommt drauf an, wenn er Damage mittlerweile macht, ja. Mal gucken. Gute Nacht, Kevin. Und jetzt fällen wir unser Todesurteil. Ändert zu, die Liste hast du also doch richtig bald gelegt. Na, zu nutzt meine Uhiskinerut nicht. Ist unfair. Immer nutzt er andere Emotes. Nee. Er nutzt das ja auch mein USGO. Finde ich super. Hallo? What? Oh. Die haben die Arena geändert? Warum ist er so nah? Das ist eine gute Frage. Immer nur 2 von 5 Köpfen. Da ist ein dritter. Hä? Ja, das sah nur so aus. Hey. Was war gerade mit der Cutscene von der Arena los? What the fuck? Hm.
Let's go, Flo. Au. Au. Oh nein, Nuke, sag mal Bescheid. Au. Ich hab vergessen, dass das die Nuke ist. Ich hab grad gesagt, Kevin. Warum hat er die Nuke so früh? Ich hab mich geone-shotted. Ja, Kevin, Level skillen. Leben. Ich bin gerade auf Ausdauertrip. Nö. Na, jetzt geht die Phase los. Au. Au. Zauber nicht raus. Naja, so viel macht ihm das aber auch nicht. Was mit Flo? Nein, nicht Flammen, nicht Flammen, nicht Flammen. Uno. Au. Wollen wir die überhaupt probieren, Kevin? Das lief doch ganz gut. Hey, ja. Bis die New kam. Mach dem mal gut Schaden durch die ganzen Max-Health-Burns, die ich hab. Ich richte zwar nichts gegen Masse aus, diesmal bin ich der Boss-Töter. Ah, ich frag mich, ob du jetzt mit in die Arena gespawnt wirst oder nicht. Nein. Ah. Bin draußen. Ja, dann leg dich mal hin. Kann ich nicht. Ah. Nö. Also wirklich warten, bis du spawnst. Ah ja, klar. Aber auch sonst, dass deine Boss-Arena dann hier ist. Ja. Das ist nur so, wahrscheinlich erreichst du die auch nur so. Ja, die ist halt eben wahrscheinlich irgendwo unter der Map. Wo man seitdem so nicht sehen kann. Da frage ich mich aber, was ist der neue Boss hier? Das war jetzt einfach nur ein Lanzeax. Der Lanzeax war der neue Boss. Ja, du hast doch auch gegen Lanzeax so schon gekämpft, oder nicht? Ja, aber wo ganz woanders. Ah. Wird einfach verlegt. Oh. Genau das. Und immer schön auf die roten Blitze achten.
Au. Naja, haut ab. Ich habe ihn noch getroffen. Ja. Aua. Nein. Ey, hat doch nicht schon mal da. Junge. Lass mich dich mit Blutung treffen, bitte. Danke. Ich hab meine Beere noch reinbekommen. Wirklich gerade so. Oh Gott, Hilfe. Laserstrahl. What? Wie hat mich das noch getroffen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Au! Genau reingesprungen. Okay. Oh nein. You. Naja. Überlebe ich. Diese Bubble, ey. 75% Schadensreduktion, Kevin. Alter. Nein, das war das Falsche. Das hier einsetzen. Mami. Ernsthaft? Ah, er haut nochmal ab, ey. Ah, ich dachte, das trifft noch. Oh, danke. 465 Leben war das noch. Third Keystone of the Forge. Ja, bei uns wird immer das Second Keystone. What? 370.000. Die räumen da vielleicht auch. Hast du einen Federfuß auf dem? Nee, ich habe halt eben die Rune aktiv unter dem Kreuzkarabiers, ne? Ja, ich auch. Ich habe auch 370.000.
Ach, Mann, ey. Dass mich da so ein normaler Blitz auch getötet hat, gerade einfach. Yes, Gott. Wow. Okay, interessant. Jetzt gehen. Ja. Teleport. Danke. Gegenstand heute früh war 652 zu 62. Okay, und der Endstand ist jetzt? Das sind, ja, also ich sag dazu gerne Glaskanone. Du sagst dazu Glaskanone, du hast einen Spell, der 75% Damage Reduction gibt. Ich sag's ja nur, dass das jetzt, was man da kriegt, Glaskanone schon sagen könnte. Wo ist denn das jetzt? Oh, das ist ein Shining. Ja. Oh, aber das Shining ist noch nicht das höchste, ne? Ach, da ist es. Raises all lightning damage, but lowers defense of all types by 10. Oh, das meinst du mit Glaskanonen? Ja. Mehr Schaden, aber weniger aushalten. Glaskanone, typisch. 53 zu 64, yes. Aber ich muss auch sagen, wir sind allgemein jetzt gerade ein Level. Ja, Level 103, ne? Bin ich. Also. Allgemein ist das irgendwie schon sehr. E-Endgame-Level schon nah dran. So, aber jetzt gehen wir mal in dich. Dir deine Zauber uns alles so in die Richtung. Warte noch. Ja. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch machen. Genau. Kann ich die jetzt alle noch verwenden? Weiß ich nicht. Ja. Ich würde erstmal zur Tafelrunde tatsächlich. Okay. Hallo? Wir? Stimmt. Kannst du da ein bisschen weiter rechts gehen? Stimmt, wir haben jetzt ja, zwei große Runen. Ach, halt die Klappe. Oh, okay, alles klar. Eye of the Dragon God, what? Call down a giant stick of red lightning and plans onto a ground exploding forward. Ah, da hat er eine Nuke. 60 Feet! Da hast du deine Nuke. Die Waffe von ihm kann ich aber nicht nutzen. Für die Stärke und der Dex dafür wahrscheinlich. Ja. Sie haben, was du sagst, Laser entfernt stattdessen. Ja, vielleicht gibt's den noch. Laser ist aber auch Gackies. Wette, der kommt noch, keine Sorge. Ey, ich kann meinen Staff auf plus 9 machen. Nee, ja doch, der ist jetzt plus 9. Ja, S++ ist das Maximum. So. Warte. Na, zeig mal.
Ui. Ja, da hast du deine Nuke. Ist, nur, ist du diesmal nicht ganz so schnell. Zeit verzögert und macht nicht so viel Damage. Kann ich mehrere haben? Ja. Naja, vergiss nicht, nicht so stark. Ist ein bisschen untertrieben, wenn es die ganze Zeit über Schaden eine Zeit macht, dann zusätzlich. Ja, das stimmt. Na, was macht ein Lanseax-Kleve mittlerweile? 631 Schaden, warte. 600. 1500 im Nahkampf. Ja, ne? Aber die Blitze gehen nicht weit. Dafür sehr breit. Ja. Ich bin die Nuke. Ah, es dauert halt relativ lang. Habe ich hier irgendwo das Ding zum schneller casten? Button Spell Casting Time. Nee, Quatsch, das ist ja für Spells, das ist ja nicht für Incantations. Bist du mit teleportiert? Glaub nicht. Oh! Kann ich die jetzt noch herausfordern? Bin zum Preview Schusen gegangen. Oh. Kommst du mit? Ja, warte. Ich guck kurz mal was. Wo ist der Talisman da? Das Casting Sorceries und Incantation? Nö, tut er nicht. Hm. Noch so bis hier, an das Buch gegangen, ne? Genau. Wow. Wow, was? Trapezius chosen. Hab ich gemacht, aber jetzt passiert nichts. Bei mir bist du ganz in der Nähe. Ja, klar, du bist bei mir auch noch hier in einem Table. Ah, ja, dann klappt's nicht. Egal. Dann. Die Ruinen da oben haben wir. Da wollen wir aber noch nicht lang gehen. Das heißt, wir gehen erstmal rechts lang. Irgendwo dort ist ein Ort der Gnade. Und Kevin kann jetzt schön seine Nuke-Ball austesten. Oh, die lädt sich weder. Ich kann die nicht aufladen, so wie die alte. Dass die mehr Reichweite kriegt und dafür ich noch mehr Leben. Dafür, dass ich Leben abgezogen krieg. Oh, ich wusste nicht mal, dass man die aufladen konnte. Ja, doch, du hast entweder so. Ich hab die doch meistens aufgeladen. Das war der musstest die aufladen, damit sie dir Leben abzieht, aber damit sie überhaupt wirklich Damage und Reichweite hat. Ah. Oder war das sonst nur dieser kleine Blitz? Ah. So war das also. War schon, das heißt. Ich hätte jetzt echt gerechnet, dass Platz, wie du sagst, die Lightning Rune droppt. Aber nein. Ah.
Au. Halt aber auch ein guter anhaltender Bereichsdamage her. Ja, das auch. Voll vergessen, dass hier eine Nachtkavallerie ist auch. Oh, nett. Die alte Nuke, die hat ja im Umkreis von was weiß ich nicht alles zerfetzt direkt. Oh, das stimmt. Es ist schwächer, aber es ist auch ganz angenehm. Hört sich nicht so OP an. Ey, ich hatte einen Manus dabei, ne? Trotzdem. Und ich war danach dort. Plus es hat mehr Mana und Ausdauer gekostet als das andere. Hat ja irgendwie 400 Mana gekostet. Aber da hatten wir auch diesen komischen Zweig, dass alle Stats increased waren ein bisschen wieder, ne? Immer ging's hier doch in die Höhle rein. Oder man konnte sich irgendwo runterfallen lassen. Ja, nicht so. Gandalski ist gestorben. Nicht so. Das meinte ich nicht mit sterben. Runterfallen lassen, meine ich. Nah dran, aber. Ancient Dragon Bolt Pot. Okay. Oh, an enemy is inflict heavy lightning damage. Ember Starlight, dankeschön. Ich hab. Na, dazu kannst du mal gucken, wofür das überhaupt nochmal war, das Ember Starlight. Das war vergessen. Ich weiß, dass es für irgendeine Questreihe war, aber für welche weiß ich einfach nicht mehr. Ich wollte mit der Nuke unten die Viecher anvisieren. Die Nuke wurde vor mich platziert am Brückenende. Jetzt ist der Merchant sauer. Komm mal, Kevin. Weil sie wird nicht so gecastet, dass irgendwie wie dein Blitz da, dein Blut. Oh, er ist ein Frenzied Merchant. What the fuck? Merchants Kettlinger, alles klar, okay.
Mate, ich will die doch nicht töten. Ach, ich hab die Waffe vom Searchen gefunden. Ah, cool. Hier, die Sachen hier sind neu. Seluves Quest. Ach so, ja gut. Also komplett irrelevant. Dankeschön. X3 Puppets. Found a Sim. Okay. Das eine war ganz... Ja, das eine ist direkt hier vor... Direkt um die Ecke. So, ich trinke gleich was. Oder sind das jetzt diese? Oh. Was ist das jetzt hier? Nee. Genau, so fürs Trinken. Ich geh erstmal zu dem einen, den ich hundertprozentig weiß. Ich weiß nicht mal, wo Kevin ist. Ich bin gerade auch hier. Oder auch nicht. Hallo. Hi. Machen. Hm. Aktivierst du den Ort der Gnade, der da ist, bei mir gerade? Hm. Hat sich die Position geändert? Ja. Du hast auch eine Map bekommen. Ah, aber normalerweise ist es ja hier. Kann ich öffnen, man jetzt den Turm oder muss man einfach die... Oh, ich glaube, man muss diese... Oh. So ist das. Ah, ich verstehe jetzt. Das hier ist nur mal... Das ist eins davon. Muss so spezielle Gegner jetzt einfach besiegen. Wahrscheinlich. Suche drei. Auch nicht. Lol. Wusste nicht, dass hier Aufwinde sind. Oh, interessant. Ich hab eins. Tötet oder? Es sind die mit dem, die so blaulich leuchten von diesen Gegnern. Ey, davon haben wir jetzt... Da ist auch eine Statue und die hat so ein kleines Symbol auch gehabt. Das ist jetzt hier das zweite gewesen. Okay, jetzt wird noch ein drittes. Mikella. Dir kommen wir auch noch in DC. Bin ich echt mal gespannt, wie die das machen werden.
wie das gemacht wird. Endbosskampf ist Mikella und Millenia zusammen. Ah. Ah, da. Aua. Mann, das ist halt... Dieses Channel braucht das ist so lange von einem Nahkampf. Ei. Die Aufwinde sind neu. Oh. Ah, ja, kein Wunder. Der erschreckt mich doch nicht so. Rotauge. Was willst du machen, hä? Gut. Aber ist auch geklärt. Nicht angucken. Ah. Obwohl das eher ich so denke, weil das auch die auch zu den Glintstones zählen, ne? Naja. Ah. Okay. Dazu müde ich mich mal nicht und sage auch nichts. Okay. Ja. Ich bin rein Intelligenzzauber bei dem, ne? Die Kinder. Du wolltest auf Mystik gehen, ne? Knight oder Rot. So, ja, sorry. Frage, ob du dann wieder hast du einen Stab bekommen gehabt? Weißt du das noch? Bei Mystik? Bei Mystic hatte ich, glaube ich, ein Siegel bekommen. Ja, weil die Nachtsachen halt dem mit dem Zauberstab sind, ne? Ja. Ja. Und wenn du Mystic gehst und du Siegel hast, dann ist es halt eben, ne? Hisky, ich habe immer noch gesagt Nacht oder Rot. Kevin, deswegen meine ich ja, ob du dann. Mystic. Deswegen meine ich, ob du bei Rot anrufen bekommen hast oder nicht. Weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt. Okay, wusste ich nicht. Das wäre die ganze Zeit meine Frage gewesen. Und Art. Du hast jetzt etwas mit Mystik gelabert. Das, was du wählen wolltest, halt eben. Ja, Nacht. Wahrscheinlich dann auch noch mit den Rod-Spells. Der Nachtzauberstab halt ist. Nur Rod. Ja. Mal schauen. Mal schauen, okay. Wo ist denn der große. Hallo? Deswegen gucke ich mir diese Spells nicht an. Ey, vielleicht haben sie die Speerwaffe auch endlich mal zur Fate-Waffe gemacht. Wo ist denn der Boss hier vom Baum? Gut war. Aber ich glaube, du weißt noch, welches Atem ich meine. Granziax? Genau. Das war ja irgendwie 40 Decks statt irgendwie Intelligenz oder so. Glauben, meinst du? Ja, genau. Oh, ist abgehauen. Wo war der Runterweg? Oh Gott, ich hab ihn gefunden. Den Boss.
Ah. Ja, ist auf der anderen Seite auf einmal. Irgendeiner hatte davon was, ja, definitiv. Auge, ah. Ui. Aber ich weiß nicht mehr, wo und welche das war. Ich gehe auf jeden Fall zu den Minen in die Richtung. Da ist ein bisschen was gestorben. Ja, ganz viele Schleime. Oh ja, Gravelstone. Ja, hab's gefunden. Und nix laut Großschwert, okay. Und die, ja, einfach in die Richtung weiter. Der Altus-Tunnel. Der alte Tunnel. Der Zwillingstunnel. Der hat ja zwei Eingänge. Was? Ja. Sicher? Ja. War das nicht der andere Tunnel, wo nope. Alexander ist? Du wirst auch verstehen, was ich meine. Ja, bei Alexander ist ja rotig abgesperrt von der einen Seite. Bis du zu oft von der anderen Seite ankommst. Ja, aber trotzdem gibt es ja das theoretisch zwei Eingänge. Ja, aber der hier hat auch zwei Eingänge. Hm. Mein Gott, ich wollte schon mal gebrochene Steine haben. Splitterstein, ich habe keine Ahnung, wie die im Deutschen heißen. Brauchen wir noch kolossale Schmiedesteine? Hi. Genau. Hallo, legendäres Item. Ja, hallo Kevin, der irgendwo anders ist. Was ist eine Waffe für dich? Aber
theoretisch nicht jetzt. Oh mein Gott. Ich bin die Treppe erstmal hochgegangen. Ja, Kevin, ich bin erstmal den einen Seitengang gegangen, weil hier Isakas ist. Den einfach damit nicht. Doch, Weg, was willst du von mir? Der. Ja, Kevin! Steht doch nicht so dämlich! Tut mir leid, dass ich gerade am Werfen war. Ja, du bist da stehen geblieben einfach. Hättest du dich ruhig woanders hinstellen können fürs Werfen. Treff den einfach nicht. Toll. Komm, hat Kevin. Dafür kann ich aber nichts. Nö. Doch, sonst wäre es so knapp, ihn zu treffen, ne? Ah ja, egal. Hi. Hi. Du bist einfach den Weg geradeaus weitergegangen oder was? Nö, die Leiter hoch. Aber wie komme ich denn hier zurück jetzt wieder? Wo in diesem Raum ist hier eine Leiter? Da, die Treppen da. Treppen. Ah, ich verstehe schon. Zwölf Sterne. Ah. Getan. Nix. Was zum Teufel? Aber kaum Ach, Reichweite. Es ist einfach dreifach Schlag vom Moonveil. Die sieht so geil aus, die Waffe. Okay. Holy shit. Also optisch cool. Ich nehme den Rechten. Ja, okay. Ja, von denen gibt's das Moonveil. Kann ich ihn. 18 Decks? Oh mein Gott, ey. Könnte ich aber hinkriegen. Ja. Und mach das jetzt. Eins zu eins ist gelb. Hat sich nichts geändert. Wäre die Axt besser. Ja, die Axt werde ich auch definitiv auch dann nehmen.
Sogar, wenn wir eine Waffe finden, die für den anderen ist, werden wir die einfach übertragen, ne? Ach, Wolf, willst du das noch so machen, oder wie? Ja, ja. Ja, stimmt, die Waffe kriegst du jetzt theoretisch relativ spät, ne? Eben. Boah, Ja, okay, gibt's. Ich glaube, ich hab keine Waffe. Die Startwaffe von der Klasse kann ja eben auch verdammt gut sein, ne? Also bei mir ist bisher mehr die Frostnadel. Ist ja eigentlich an sich eine legendäre Waffe, ne? Nee, glaube ich. Haben wir doch auch schon bekommen. Fuck, okay, kein Legend. Ich meine, Hauptspiel. Nee, ist kein Legi. Okay. Aber trotzdem. Trotzdem keine schlechte Waffe. Das wollte ich damit ausdrücken im Endeffekt. Ja, mein Sword ist das Draconic. Das Kurzschwert von den Draconics. Ja. Du weißt, ich weiß ja nicht, was er ist, womit der Glintstone anfängt. Da hast du nur auch, ne? Und was deine, seitdem deine Rot oder deine Nox, seitdem du hast. Theoretisch, wenn wir, wenn ich Nacht spiele und du Glintstone, haben wir fast dieselben Zauber, nur hast du die hellen und ich die dunklen. Ja. Hast ja auch dann. Das stimmt. Ja, dann gehe ich Nacht, dann, ja, scheiß auf Rot. Dann sind wir Tag und Nacht. Genau. Dann scheiße ich auf Rot. Zauber, komm. Es ist halt, ich glaube sogar eher halt, dass die beiden Klassen auch besser passen von den vom Start her. Weil ich glaube, als Rod werde ich irgendwo starten, wo halt auch Rod ist. Du wirst bei mir starten, Kevin. Ja, ich weiß, aber in der Theorie mal. Ja, ja. Hm, kann ich die Rod-Zauber ja jetzt schon angucken. Aber außer halt die Nacht-Zauber nicht. Okay. Wo war der scheiß Aufwind, Mann? Du findest ihn noch, keine Sorge. Wir haben sie auch umplatziert. Ja. Sauer, dass ich deine Kinder geklaut habe? Na egal. Keine Ahnung, was ist. Ich bin oben bei den Windmühlen. Ja, ich auch. Ja, aber dazu vielleicht hat es ja, warte mal, was? Ja, aber, ja, dazu. Merkst du? Die werden schon als, ne? Als Giant betitelt. Alter, wenn die Kleinen als Giant betitelt werden, wie werden denn bitte die Großen, betitelt? Ich störe euch ja nur sehr gerne. Okay, das waren ein paar mehr, als ich dachte, die hier rumtanzen. Ah, ich habe Navy Hood gefunden. Einer der neuen Umhänge. Hm. Bitte was? Boah, Kevin. Hi. What the fuck? Es gibt einfach 5 Mind.
Gott. Also mein Kopf ist jetzt, ein Stück Stoff und mein Rücken ist ein Stück Stoff und meine Hose sind auch noch ein Stück Stoff. Also ich habe einen Umhang über einen Umhang über einen Umhang jetzt gerade. Okay, 5 Minds sind wahrscheinlich besser als Dings, ne? Das ist für mich jetzt besser als eine Intelligenz und eine Arkan mehr. Jawohl, ich kriege einen Cast-Feed von +4. Und ein Feld, naja, scheiß auf. Was habe ich denn eigentlich noch dazu? Kosten wird um 1% reduziert. Also dafür, dass ich 30 Mana mehr kriege, ist das locker aufgewiegelt. Dadurch habe ich einfach mehr Endurance und Intelligence Bonus sogar noch. All für sich. Increase all Holy Damage. Na, Holy Damage nutze ich ja. Die Black Knife Armor ist auch interessant. Die gibt Intelligenz und Fate bei 4. What? Okay. Ja, dann erhöht halt Crit Damage, aber. Sehr lustig. Habt ihr was dagegen, wenn ich eure Party störe? Ganz toll, Hisky. Dann? Ich chill hier in meinem Inventar, du setzt dich ran und ich spawn in den Flammendingern. Ja, okay, alles klar. Alter, ich stand genau perfekt da, wo diese aufkommen. Alter Schwede. Oh ne, scheiße. Dem nicht. Ich hab nicht verstanden, was du meintest gerade am Ende. Ja, da kam so ein Scheißhund. Achso. Hey, du da oben. Okay, komme ich nicht so. Kann ich nicht anvisieren, aber das kriege ich hin. Ich hab alle außer die ich treffen wollte. Wir haben ein paar viele Runen mittlerweile wieder. Das geht gerade echt schnell, teilweise. Hallo. Au. Der Barriere. 18.000 nur. Huh? Da ist ein Teleporter. Oh. Ein Teleporter. Ja, daneben. Ja, wo führt der hin? Okay. Ich sehe noch nichts. Das ist. Ich habe mit Film gerechnet, aber nicht das. Nein. Oh Gott, wo sind wir? Oh. Ja. Oh. Oh boy.
Ja, tschüss, ne? Okay. Hey, wir haben das Eisungsplateau fast geschafft. Ist noch der Weg da lang. Dann da der Dungeon, dann da der Gegner und dann haben wir das Eidros-Plateau obwohl, na, das hier, das noch ein bisschen. Ja. In der Mauer dann das Eidros-Plateau noch. Yep. Wobei für mich in der Mauer auch schon zu Leyndell eigentlich gehören sollte. Ich glaub. Aber gehört's nicht. Au! Der größere Mauerring ist immer noch das Eidros-Plateau. Ja, ist es auch. Erstmal Rechtsrand vorbei. Das da haben wir, das da haben wir. Dort haben wir was. Ansonsten, ja. So. Lustig aus. Larventrainer, hallo. Aber Hiski, woher konntest du wissen, was er droppt? Ja, die, die sich verwandeln, immer das droppen. Immer. So 100%. Stimmt, fällt mir gerade auf. Leonia hat kein Heldengrab, ne? What? Wir kommen gleich zu einem Heldengrab, aber Leonia hat keins. Limgrave hat ein Grab, ne? Also Grabmal, okay, ich weiß nicht, irgendwo. Also diese Grabmal-Dungeon, ne? Ja. Aber Leonia hat keins davon. Dafür hat das Altersplateau 2. Stimmt. Noch nie aufgefallen. Ist hier irgendwas? Oh, ein Aufwind. Auch nett. Oh, warum führt das so weit nach oben? Ah, okay. Ich verstehe, warum Lansiax nicht mehr hier ist. Ja. Ja, ja, logisch. Also, da ist ein Aufwand. Oi. Ja. Dann ist hier drin nicht mal was. Außen ist ein Numerun, aber das war's dann auch schon wieder. Eine scheinbare Wand, ne, scheinbare Boden. What? Au. Das war doch nicht Lansiaks Position, oder? Doch. Was? Ja. Ich hätte nicht mit meinem Pferd bekämpfen sollen.
Das ist 100% Lansex-Position. Der ist unten immer beim Spiegelgefängnis. Nein. Okay, hier ist sie. Es. Die Gefängnis ist ultra weit weg, Kevin. Ist er nicht bei Goldefreu gewesen? Ah, ne, doch, hier meine ich. Hier sind die Goldböcke. Dann an den Ziegen. Ah. Dürfte auch ein Todesvogel sein. Ah. Wieso? Na, hier sonst auch einer war. Ayuki, Einring spielen? Und was machst du da? Oh mein Gott, so viel Gravelstone. Muss ich Leute beim Endring zocken? Zugucken. Na, viel Spaß. Tempest Caller. Und dann jetzt auch zum Grab. Yuki. Yuki. Spaß. Au. Bis später, Natsu. Wo ist mein Spitzhut-Tennis? Die habe ich verkauft. Warum sieht man bei dir das? Bei dir sieht man nur die Kapuze, ne? Aber diesen blauen Umhang da von der Kapuze sieht man bei dir nicht. Es liegt vielleicht an der Black Knife-Rüstung. Ah. Die hat ihren eigenen Umhang. Meine Rüstung hat auch ihren eigenen Umhang. Hier, wenn ich die jetzt wegmache. Ja, guck mal, wenn ich es. Ups, nee, das wollte ich nicht wegmachen. Zack. Ich hab einen Umhang über einen Umhang über einen Umhang. Hiski, der Mann der Umhänge. Genau. Mittlerweile 35 Arkan. Shadow Bars and Light and Nose. Ach Gott, das.
Air Dungeon ist das. Kein IT nach Hause telefonieren hier. Hau dich! Danke. Gesundheit, Natsu. Und sehr für diese Gegner anzugreifen, Kevin. Ja, hätte ja sein können. Nee. Es ist eine interessante Mechanik, aber es ist einfach so langweilig. Open the gate. Pull the lever, Gronk. Du bist eine interessante Mechanik. Dankeschön dazu, Yuki. Au. Ernsthaft? Yuki, deswegen habe ich mich doch korrigiert sofort. Oh, Rundbogen. Ah, achso. Tsching. Hat eine echt hohe Reichweite. Oh. Wir wollen einen Schatten töten, dafür muss er ins Licht. Thank you.
Ja, schön, 3 Stück von denen. 2 Stück. 2 verschiedene, sagen wir so. Let's get to it. Let's get to the chopper. Aber wir töten gleich den Typen, keine Sorge. Jedes Mal. Hey Junge! Cool, neues Sound, like Rise of the Ronin. Hab ich auch gehört. Er kommt noch. Ja. Hat sich der herangetan. Von dem machen, Neo machen hat auch ein recht ähnliches UI. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das UI von Nioh auch aussieht. Aber so gut wie jedes Souls hat dann irgendwie so ein sehr, sehr ähnliches Layout. Hä? Du? Warum? Hallo? Wo ist mein Doppelbosskampf? Wenn ich beim Dings beim Lavagrab. Kann auch sein. Der ist noch, trotzdem normalerweise nicht hier. Keiner von uns nutzen. Cyclone, Demetralize, Suffocate, Storm Shatterer. Suffocate. Ich glaube, die waren doch Intelligenz, glaube, ne? Glaube ja. Schön, schön, dass du es glaubst, ob es glaube ist. Warum für. Ja, sind sie. Fires a projector of air at foes that cause moderate damage but massive damage to the portion. Oh, Haltungsbrecher. Ich kann die tatsächlich gleich mal testen. Bei Curse. Ah, Suffocate ist ein Curse. Mhm. Ja, du kannst zu Nebel werden, alles klar. Ah, das, Intelligenz das ist okay. Braucht der höchste 34. Krieg ich das hin? Ich da, gehe mal kurz hin. Auf Klo. Ach so. Kein Dings. Kein Dings? Wo ist denn eine Gnade? Ja, wir müssen noch so. Gnade ist ja unten. Wir müssen noch so oder so da, dann gleich da lang. Deswegen bis gleich. Bis gleich.
Yuki dance hier im Chat up. Dance, 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 dance. Ja, ich hab Urlaub. Ich hab Urlaub. Und es ist so schön. Hallo. Hi. Hübscher Sturm. Ganz schön windig heute. It's windy today. Ja, es geht immer noch weiter, selbst wenn du dich ransetzt. Mach mal feindlich. War eine Pupszauber. Ach, da war eine Pupszauber. Okay. Hab ich nie gesehen. Ich war ja nicht da. Kannst du mir Schaden machen? Ah! Ja, kann ich. Au. Ich meinte mit physischen Waffen. So. Ja, okay. Hier, suffocate. Ja, okay, ich krieg Leben abgezogen. Ah. Ja, komm, mach nochmal. Wow. Das macht kaum Damage. Posture Damage. Ah, ne, das ist die Fähigkeit von der Waffe. Ups. Nur einen aktiv haben gerade. Ja, irgendwie auch sonst zu heftig. Ach Mann! Sick am Boy. Läuft, Flo, macht weiter. Warum macht denn Flo weiter? Weil er in diesem Augenblick feindlich war, bevor er es halt eben... Alter. Ah, mein Runenbogen. X.
Oh, hallo Runde. Hast du die Treppen hoch? Nö. Naja. Links dran vorbei. Genau den Weg immer entlang. Hallo da drüben. Lang. Wieso bist du hoch? In die Höhle rein, hinter der Pflanze. Also. Weiter, ja. So dunkel hier überall. Ja, Parfümersachen und Living Shard. Nett. Parfümersarong. Niemals, Yogi. Niemals. Was? Niemals. Fortnite Stream. Hast du nicht gesagt, wenn ich 1000 Abonnenten habe, dass du einmal dann Fortnite machst? Ja, das ist aber dein Stream, nicht meiner. Achso. I'm gonna die. Kevin, man sollte auch hier drin stehen bleiben. Ja, ich war mitten im Cast, ich kann mich nicht bewegen oder den abbrechen. Der wird auch nicht abgebrochen, wenn ich getroffen werde. Jetzt bin ich trotzdem tot. Ach, du hast uns getötet, okay. Was hab ich getötet? Ach, du wirst schon sehen, was ich meine. Ich bin gestorben und die Ressourcen hier sind respawned. Respawn okay. Immer, irgendwie gefühlt. So, ja. Ich werde jetzt Yuktana Black Fortnite Streamer. Ja, nur viel Spaß, Yuki. Du denkst, dass du damit erfolgreich werden kannst, du machst das. Dann gebe ich vor hier im Stream mein Hirn ab. Okay, viel Erfolg. Ich habe ja immer nur, welches Hirn du abgibst. Oh. Ja, Yuki, wer aushält, muss auch reinstecken können, ne? Und du teilst oft genug aus, also von daher. Ja,
Ja, die Pflanze. Okay. Dann macht Jakurant. Jakurant Fullstreams. Ja, aber du denkst, dass du es da. Oh Gott, 3% Akku noch. Das ist nicht so gut, Iski. Ich hab da Strom angesteckt. Ding, ey. Prozent KI ist eine Yuki, genau. Natsu war genau 50%. Ja, puff, sage ich, nicht 5. Puff. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt einem das Vieh dann hier? 50%, Alter. Wuff, wuff. Mit Biesbug. Es leuchtet ganz schön. Ja, da war Chuchu. War noch Chuchu. Komm da her. Danke. Nein! Die Bäre nicht versuchen sollen. Oder ich dir was trinken sollen. Ab beim Steak. Lecker Steak. Ich bin auch kein Steak-Fan. Hast du jemals gut Steak gegessen? Ja. So richtig gutes? Ja. Ich bin hier gut, ne? Bin gut zubereitet. Ja. Ja, dann kommt was zu dir. Ich spawn gerade erst. What in the fuck? Hab ich dir getan? Flo legt sich mit irgendwelchen kleinen Mistviechern an. Easy first try. Ah, Meteoritenstab, okay. Wahrscheinlich ist der gut für physisch. Ja, optimal Physik. Der Glinston ist. Oh ja, stimmt, der Glinston geht auf Physik auf gut, also kann ich doch Schwerkraft nehmen damit wait, dazu. Manche Speere haben eine Ability. Tatsächlich. Kim Slice. Tempest Crawler. Ja.
Interessant. Hey, hier ist G. Ha? Guck mal. Cool. Der Meteorstab hat auch eins. 35 Intelligenz, Alter. Ah, das ist einfach so ein kleiner Pull. Hey, ach so, sind da, okay. Ein Schieß hier. Nur machen beide gleichzeitig. Hätte ich nicht sagen sollen. Alter. Ganz ruhig, Junge. Eine Fackel. Viel Erfolg, Yuki. Ja, kommt jetzt nicht mehr zu mir. Der steckt fest. Ja. Ganze Rüstung und Schild. Ja. Cool. Strength, Faith, Mind und Endurance bei One. Reduziert FP-Kosten auf Incarnations bei 1% und reduce Weapon Stamina Cost bei 1%. Lol. Ui. Würde theoretisch dir was bringen, aber. Faith, Mind, Endurance und Incarnations. Ja, tatsächlich. Kevin, wir haben gesagt, wir bleiben schon möglichst bei der. Boah, nee, ist egal. Kann man eigentlich auch ignorieren mittlerweile. Aussehen der Rüstung. Ich hab das Aussehen der Rüstung habe ich durch die Dings gelassen. Ja, Kevin, darfst du nicht vergessen. Ich sehe halt so, wie du wirklich aussiehst, ne? Ja, ich sehe auch, wie du aussiehst. Weiß, ich habe meins auch nie geändert. Er will eine Bossleiste laden, aber kriegt's ganz halt nicht hin. Okay. Ein bisschen bessere Rüstung, sterbe ich vielleicht nicht so mal. Ach, endlich backt der Mann nicht herum, okay.
Disziplin, Spearblade. Hier ist gar kein Wurm mehr. Calcium plus Vitamin C hat Yuki, dann lass es dir schmecken. What? Ja? Du siehst ja, dass ich jetzt ein Schwert habe, ne? Ja. Nett. What? Cool. Lol, der Angriff ändert sich. Ja, irgendwie auch. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Angriff genau gleich ist. Irgendwas so. Straight Sword, ja, Marsch. Aussiehbar. Auf zum nächsten Gegner. Bist du doch? Dann aushalten. Naja. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Jetzt. Ja. Gargoyle's Great Axe. Valiant Upheaval. Hat er schon immer eine eigene Ability, die Axt? Ja. Hestenwaffen haben immer eine eigene Fähigkeit. Oder allgemein hat den Kriegsarsch schon drauf. Was trinken. Die ist schon tot. Hm. Ja. Yep, yep. Ort der Gnade hier oben. Dahin. Dorthin. Und dann runter zum Wasser. Ja. Würde ich so machen. Obwohl, wir können dann dahin gehen, dann dahin. Dann dahin. So ist meine Planung jetzt. Ich werde noch gleich Nacht machen wegen dem Todesvogel. Hi, was wollt ihr denn? Ey. Ich bin Flugzeug.
Zeug. Ja. Er ist durch die Luft geschwoben. So, was hast du denn Feines? Nee. Ja, Nacht wollte ich noch machen. Okay, neben diesen großen Leuchtebaum ist Nacht echt schwer. Hm. Immer diese Lichtverschmutzung hier. Hm. Irgendwo muss hier der Todesvogel ankommen. Da ist er. Au, doofe Schnecke. Oh, diese Gegner zu töten bringt irgendwie nie was, ne? Nö. Ich müsste es der eine Todeswurzel geben, aber gibt der irgendwie nicht. Die haben noch nie Todeswurzel gegeben. Die Todeswurzel geben, das ist vollkommen egal, ob die Tag oder Nacht sind. Die Bea-Seefahrer oder ein Dungeon, da die geben Todeswurzeln. Kennst du das Game The Riftbreaker? Ja, ich habe das schon gesehen und nein, das Spiel ist nichts für mich. Also, an sich schon, aber Gameplay sage ich mir so, meh. Ich glaube, gefällt mir echt nicht so. Weiß ich nicht, ne, es gibt. Mir gefallen die wenigsten Automatisierungsspiele. So, dass Factorio und Satisfactory mir so sehr gefällt, ist seitdem so schon eine relativ große Ausnahme. Einfach weil ich mich mit denen auch ein bisschen mehr auskenne und deswegen, um jetzt ein komplett neues Automatisierungsspiel reinzukommen, schwierig. Oh, hi.
Au. Ancient Bolt, Ancient Lightning Stake, Ancient Lightning Beacon, Electrocution. Okay, zwei neue auf jeden Fall. Dip, 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 dip. Die roten ja dann, ja. Ja. Kann schnell gerufen werden. Und dann ist das Spear will burst into trails of lightning cover the area, okay. Focus Opponent. Ah, du hast eine bessere Variante von deinem Lightning Channel jetzt. Anscheinend. Oder? Das Ancient Lightning Beacon? Das ist das hier gerade. Au! Darf ich mich erstmal ransetzen, Kevin? Danke. Ja. Das ist der Beacon. Oh. Nett. Ich kann das aufladen. Ja, dann lad mal auf. Komm mal nochmal. Ich haue. Wer ist zielsuchend? Ja. Oh. Das ist der was? Das ist Electrocution. Au, 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 Alter. Au. Okay, der macht. Okay, wie viel macht mein normaler Lightning Channel? Auf jeden Fall mehr. Aber ich muss gucken, mit einem Tick. 109. ...137, glaube ich, aber hat halt größere Fläche. Sehr viel größer, ja. Haben die Stake? Warum rüstest du nicht alle Zauber gleichzeitig aus? Neue sind. Ja, ach so, ja. Ja, stimmt. Nee, Yuki, erst im nächsten Run. Wollt ihr dann auf Dunkelzauber gehen? So, dann haben wir jetzt den Ancient Hornet Bolt. Au. Oh oh. Okay, und das Ancient Lightning Stake. Ah. Es ist ein Nahkampf. Hat aber auch keinen Schnellcast. Au. Oh. Ja. Gut. Nett. Nett. Ich kann meinen Lightning Channel rauspacken. Den Hornet Bolt behalte ich, das Strike nicht. Ich meine, mit dem einen hast du wahrscheinlich nur sehr hohe Reichweite und so. Wie viel Mana kostet das? 6 und 6. Wie viel kostet mein Channel? 4 und 3, also ist auch ein bisschen teurer.
Macht ihr dann Licht- und Schattencharakter? Ja, so ungefähr. Genau. Was, weißt du was? Aber das ist ja, das sind ja jetzt die Zauber, die mit zwischen Mid- und Endgame. Ja. Nach dem Electrocution kommt ja mein Lansiax-Glaive und dazwischen liegen einfach 18 Fate. So ein bisschen. Da fehlt ja noch die Shining Rune. Ja, Kevin, mir fehlt... Nee, warte mal, ich krieg noch zwei. Echt? Was? Ich krieg noch im Eisgebiet. Oh. Und eine Faro Masada. Und Faro Masada. Wait, what? Ja, und ich krieg noch drei, Kevin, ne? Ich hab bis jetzt nur, ich hab nur meinen Anfang und noch ein weiteres bekommen. Richtig, ja, wir haben deine Notiz halt nicht. Ja. Deswegen machen wir einfach die Dungeons. Ja, das Lord Contender, was im Eis ist, und Faro Masada. Shining und Radiant. Es gibt wahrscheinlich etwas Höheres als 60 Fate. Was? Mal gucken. Oh, boah. Aber ich habe endlich wieder einen Ranged Schnellzauber mit dem Ancient Thunder Bolt. Oh. Ist jetzt schon reingegangen in die City? Nein. Unten. Ja. Alter, Bäder. Ja, einen Teleporter hier holen und können uns hin teleportieren. Ja, das wäre gut. Oh, ich habe noch sehr viele Runen. Ja, hatte ich vorhin auch. Ja, stimmt, wir haben den gerade getötet während der Goldregen. Wie oft kommt denn der Goldregen? Kommt alle paar Minuten. Alter, ich hab das Spiel gespielt, ich habe das vielleicht ein, zwei Mal gehabt. Naja, vielleicht hast du nicht extrem drauf geachtet. Darfst du auch nicht vergessen. Ne, das ist klar. Naja, ich bin jetzt gerade auch schon hier unten, aber können trotzdem. Ja, vor allem wegen Fahrstuhl. Ich müsste eben mal gucken. Kann ich vielleicht die Stadt schon wieder mit der Nuke zerstören? Ne. Glaube ich diesmal nicht. Das könnte gut sein. Na, Level up. Und wie viel HP habe ich mittlerweile? Ah, knapp 1000. HP? Ja. 1100. Ja, oh. Aber ich habe ja jetzt auch die Dingsrüstung an. Ja, gut. Ich trage bessere Rüstung, du hast dein Bubble. Ah. Oh nein, es ist wieder da. Ah, da kam das andere an. Huch, ich bin runtergerutscht. Der ist ja gar nicht hier. Oh Gott. War woanders. Ich kann das auch schnell casten. Ach, scheiße. Aber ist halt nicht aufgeladen dann. Aber es hat ja schon so einfach Damage gemacht. Ja, wenn du schnell castest, dass es nicht aufgeladen ist, Kevin, das habe ich mir auch schon gedacht dann. Be gone, you fools! Heilige Scheiße, braucht es mal. Ah, jetzt sind wir hier dann einfach, okay. Hallo, Fenrir. Danke fürs Füttern der Katze.
Es kam erst das linke oder das rechte? Das ist rechte, okay. Ui. Mein Gott. Ich weiß nicht mal, wo Kevin denn ist. Ich bin bei der Boss-Tür. Hä? Wie ist das also nicht den Rest des Dungeons? Ich hab vergessen, wo das Zeug war. Gleiches. Einfach runterspringen. Ja, da war ich ja mit dir. Ich bin runtergegangen. Und auf diese Holzdinger da an der Seite von dem Vieh hier. Ja, auf die Holzdinger meine ich. Da warst du noch nicht? Hier warst du null. Da, wo die zwei Maschinen hingefahren sind, da waren wir doch jetzt. Ja, aber da wo der Einzelne zwischen dieser Boss-Tür und dem der Säulen da hin und her fährt, da ja, kannst da du runter. Ich ja, ich weiß, bei diesen Holzteilen. Ja, und davon rede ich doch. So, ja, nee. Ja, warte kurz einfach. Ich mag die Freiflüge da nicht. Ja, Moment. Wenn du mit Spaß hast, kannst du den Boss einfach machen. Ob du schaffst. Ich weiß noch, als in der Seamless Co-op diese Stake of Marika noch nicht ging. Und wir immer und immer wieder diesen Weg gegangen sind. Hier müsste der Doppelbosskampf sein. Wenn ich mich nicht täusche. Wundere mich, dass ich so ein Treffer vor denen aufhalte. Super. Adrin tun wir herum. Also wahrscheinlich alles, was du hier siehst, Spoiler jetzt ab für dich ist. Wo du es eh schon alles theoretisch gesehen hast. Teilweise macht es ja. Aber nicht alles. Ah, hier unten war nur ein Ruhmbogen bisher. Vor allem, was halt dem Items anbelangt, das ist halt eben komplett anders. Also was du hier findest, ist eh was anderes. Mit gibt es eher 1 Million Boss. Ja, sehr, sehr viele Boss. Ja, klar. Ja. Da habe ich auch nichts gegen. Stimmt ja auch. Das war's falsch. Ist jetzt nur ein oder hast du zwei, Kevin? Ich hab einen. Du hast nur einer. Keine Ahnung.
Wenn sie einen Namen haben, zähle ich sie als Boss. Ansonsten ist es für mich einfach kein Boss. Au. Shining Rune of Beasts. Ich hab einen Namen, also bin ich nun Boss. I'm the Boss, genau. Okay, wenn derzeit sind zwei neue dabei. Derzeit, in dem du den Boss gemacht hast, habe ich fürs Rätsel des Dungeons gemacht. Und das war? Naja, da draußen sind die Viecher Dinger nicht mehr. Achso. Sind wir da nicht alle ein Boss? Ja, ja. Wie gesagt, auch so ein Runbogen war da jetzt eigentlich nichts. Stein ist alt, der Speer ist neu, das ist alt, Landslide ist neu. Okay, ja. Crucible Spear? Man trinkt das alle. So, Natsu wollte gestern Litchi haben. Dann habe ich mich noch erinnert. Such mal kurz Litchi raus. Gefunden. Henry ist heiß kratzt. Wird Henry wieder krank? Im Auto zu viel und zu laut okay. Das. Kann nicht kaputt machen. Ich habe im Leben noch nie irgendwie was mitgesungen. Laut mitgesungen. Jetzt. So, und damit ist Litchi alle. Hinten sieht euer Michael Wendler-Lied am Auto. Schreibt Yuki. So, dann wollen wir doch mal den einen Dungeon noch machen. Hab mich, ob irgendeiner von uns was in Kaelid hat, ne? Kaelid ist ja auch noch so echt viel zu machen. Und im Untergrund vor allem. Stimmt, wir sind jetzt in Laendel und haben aber Kaelid noch nicht, ne? Ja. Deswegen, Laendel machen wir noch nicht. Wo auch mal du jetzt hingehst. Müssen unten lang. Ah. Uiuiuiuiuiui. Hack! Wir haben es gestirbt. Hack, wie kommst du drauf? Weiß nicht, deine Lebensleiste links auf einmal leer. Nee, da ist noch ein HP drin. He's a madman. You see him though. I was in the same. He's a go. He's a all sorts. I ain't seen. Ich glaube, den Kaffee, den brauche ich jetzt dringend. Okay, Penry, dann hol dir mal dringend deinen Kaffee, den du dringend brauchst. Das ist eine neue Waffe. Oh Gott. Das ist eine starke Dex-Waffe, die sehr stark auf Blutung geht. Es ist eine. Die sieht aus wie ein. Ich zeig dir die gleich. Du musst nicht hier runter. Muss da runter, ist gut. Achso, wegen den Runen. Die nicht oben? Ja, aber trotzdem will ich da runter dann. Was sind die jetzt? Jetzt fehlt mir das in Lords of the Fallen, dass neue Sachen noch angezeigt werden. Boah. Das ist wie von One Piece die Nase von dem einem Fischmenschen. Fuck. Ich verstehe, warum die Blutung macht. Oil of Bat
Shutdog. 25 Decks. Kedog. Hall of Kedog. Oh. Along. Ah, oh, danke schön. Und WB dazu. Kevin, du hast einen Tod von Kevin verpasst. All Kevin, Schaden. Du hast einen Tod von Kevin verpasst. Natsu, du hast einen Tod von Kevin verpasst, so. Kevin, du hast deinen eigenen Tod verpasst. Hast du mitbekommen? Mhm. Du bist gestorben. Jetzt oben lang, ne? Ja, oben und dann nach unten. Weil. Ich glaube, es geht schneller von dort aus, ja. Dazu nutzt meine Emote. Na, Zauber gucken. Leveln. Was? Zauber gucken, Kevin? Was? Zauber gucken und leveln. Ach so. Was für Zauber gucken? Keine Ahnung, du nuschelst manchmal. Ich guck dir gleich in den Tabak. Genauso also mit der Tabak, der steht auf halb acht, du. Genauso wie mit dem String auf einmal. Kevin hat an sich neue Zauber. Ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hattest. Das war, den Gegner hier an der Brücke besiegt haben. Ah, okay. Da hast du nicht mitbekommen. Ja, Kevin hat neue Zauber. Henry, was für einen Kaffee trinkst du denn gerade? Oh wait, das ist Crucible Regeneration, das ist nicht Gurangs Regen. Ah, das ist eine. Das ist auch ein neues. Bessere Variante wahrscheinlich vom alten. Fills your body with the power of creation, restoring 15 AP per second and 1 FP per second for 3 Minuten. Can be improved with Surge of Creation is active. Okay. Okay. Das andere ist. Quatsch. Dazu, da war nur einer. Vor 3 Minuten. Batman. Geht auf 25. Er schreibt schon blub. So früh schon? Gibt es eigentlich noch Gegner, die ihr nicht direkt wegnehmen könnt, außer Bosse? Ja. Ja. Definitiv gibt es noch da Gegner. Ging es nicht weiter. Wo ist er wieder hin? Du gehst etwas weiter nach links. Genau da. Rutsch immer geradeaus und dann nach rechts. In die Höhle rein. Was zur Hölle? Schön gemacht. Abgerutscht. Wow. Auf seinem Drachenritter gestorben? Null. Ah. Wir haben nur einen Bossen, wo wir das Moveset halt nicht kennen. Größtenteils. Ja. Jo.
Au. Hat gerade plötzlich weggeguckt. Ihr wollt das Elend nicht mehr mit ansehen. Ich. Wollte zwar hier runter, aber doch noch, jetzt noch nicht. Oh, ich kann die Regeneration nicht mit meinem Blessing of Wisdom aktiv machen. Okay. Oh. Oh, kommst du denn auf einmal her? Ich wollte vorbeirollen. Wenn mir leid tut? Nö. Hab mich runtergeschossen. Hi. Danke. Oh. Nett. Ich bin gerettet vor dir. Du stehst auf. Alter. Da hat jemand Steinigung zu wörtlich genommen. Das ist Landslide, das macht irgendwie keinen Damage. Macht jetzt sehr gut, wahrscheinlich. Rettungsschaden. Dafür, dass ich es aufladen muss. Obwohl, ne, muss ich nicht mehr. Wohl doch wahrscheinlich schon für Reichweite. Okay. Das ist der Crucible Spear. Sich auch auf chargen. Achso, das bist du. In der Fahrt. Schon wieder runter. Also, ich bin runtergefallen, aber nicht so weit runter. Okay. Was halt wirklich echt, Gegner niederschleudern, Haltung brechen. Das ist halt alles physischer Schaden von Gurang, das Zeug. Ja, ja, logisch, ja. Ich hätte gedacht, dass ein Steinbrocken nicht physisch ist. Ja, ist halt nicht gut für meinen Sieger. Schon wieder? Weißt du schon, oder?
Wir hatten schon ein paar Mal ohne Claude. Sogar nicht. Ach doch. Oder ich meine andere. Kann auch sein. Ob sie rein? Der kommt. Oh. Der kann jetzt nie wieder. Der kann jetzt ganz halt nichts mehr machen, Kevin, ne? Ah, du hast der zweite, siehst du? Wir hatten den schon mal. Golden Order Seal. Oh. Sieht nicht anders aus. Mal hin. Lost Grasse des Kruvart. Ja, war klar, dass es blockiert ist. So. Wollen wir jetzt Caleb machen? Ja, können wir machen. Oh, ich weiß gar nicht, oh mein Gott, bei Caleb weiß ich gar nicht mal alle Höhlen. Shit. Oh, Caleb ist das Fort Gail müssen wir auf jeden Fall mal machen. Nee, Fort Gail waren wir schon, ne? Sind wir einmal reingespawnt worden. Ja. Dungeon da. Ah, da muss ich jetzt die interaktive Map mal öffnen. Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Also du sagst, du willst einfach nur Radar anmachen, weil. Nee. Keine Ahnung. Kevin, wir wissen nicht, wo wir Zauber haben. Ja, stimmt. Ja. Die Katakombe dort müssen wir auch noch machen. Da unten gibt's noch. Hier gibt's noch irgendwo eine Katakombe. Ja. Genau. Dann gehen wir erstmal zum Baum. Ah, es ist so. Ich darf nicht. Hey, okay, mich musst du jedes Mal trennen? Ja, Kevin, weil ich nicht hin teleportieren kann. Nimm doch einfach einen anderen TP. Ich will nicht. Laufen. Und Fenrir, nein, das hast du noch niemals gesagt, dass Morrowind dich an Caleb erinnert. Meinst du nicht eher andersrum? Ich weiß. Das war mit Absicht so herumgesagt. Ah, servus Andi. Hallo? Das ist modded. Tatsächlich. Okay. Und, der wievielte Run ist das für uns? Keine Ahnung, siebte, achte? Was hat er denn gefragt? Moin, moin, wievielte Run ist das? So. Was spielst du? Ich spiele gerade als Elektro. Der sechste müsste es sein. Ja, irgendwie sechste, siebte Run. EBH erst angefangen. To be honest. EBH. Andere Richtung, Kevin. Falsche so. Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Wie, was? Falsche Richtung? Wo willst denn du hin? Beim Erdbaum direkt. Das ist ein. So, ah, jo. Achso. Ja, ich hab's gesehen, dass du vor kurzem angefangen hast. Und dann hat viel Spaß.
Das ist wahrscheinlich aber ein bisschen Spoiler, obwohl, naja, viele Zauber, die hier jetzt eingesetzt werden, gibt's gar nicht im Spiel. Hi. Grandalski, guten Tag. Und spielen halt im Korb. Richtig. Korb können nochmal witzigere Sachen passieren. Eieiei. Hi. Fanny schreibt, kommt mir das eigentlich schon so vor, dass das übers Wochenende schlagartig sehr viel heller morgens geworden. War das, bin ich noch im Drucker losgefahren und heute gleiche Uhrzeit war schon so, ey, dass ich fast keinen Schäfer gebraucht hätte. Man merkt auf jeden Fall, dass das eine Frühling ist. Oh nein, eine Sackgasse, was sollen wir jetzt nur tun? Das Spoiler ist, du hast Kellet also schon gemacht, dann wahrscheinlich. Oh. Ja, das Altusplateau haben wir ja schon gemacht jetzt gerade. Genau. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nett, hi. Das war jetzt schon. Ich habe vor, noch zwei weitere Runs, wenn ich es richtig habe, mit der Mod zu machen. Richtig. Vielleicht sogar mehr. Aber mal gucken. Ja, auf jeden Fall halt nochmal Tag und Nacht halt quasi und halt Mili nochmal. Richtig. Bin gerade Unterstadt von Meteorit. Achso. Der Stadt von Meteorit? Ja, von Radan. Nokron ist das, glaube ich. Ach so! Ja, wo Radan halt den Zugang öffnet zu Tier. Ah. Ja, Kevin, genau das wollte ich nicht sagen. Ist ja die ganze Zeit. Ach so. Reisig Trials hast du für den gebraucht. Hm. Eski, du, der Aufzug. Was? Der Aufzug ist für mich kaputt. Komm nicht runter. Ah, jetzt. Oh. Danke, jetzt weiß ich aber, wen ich bekämpfen muss, um nach Nokron zu kommen. Ja, das, genau, das wollte ich ja die ganze Zeit nicht sagen, damit du es halt selber herausfindest. Einfach nicht hinhören, du. Das ist falsche Information. Alles, was ich sage, darfst du nicht glauben schenken. Aber, gut, man muss halt eben damit rechnen, dass halt eben alles im Krieg gespoilert wird in dem Stream von dem vom Streamer selber. Leider. Aber ich hab's halt eben versucht, immer möglichst nicht zu viel zu sagen. Radan war der zweite Boss für mich nach Godric. Direkt nach Kevin. Was kann Draxin? Sehr lustig, die Idee. Was? Omega Vollvoll, bitte was? Alter, Scheiße, es geht bis nach da hin. Ja, das ist gute Reichweite. Impet Wolf. Jetzt habe ich schon drei Köpfe von denen. Yep. Ja, Renala haben wir auch schon gemacht. Radan sind wir jetzt auf dem Weg hin. Ja. Wo ist er fast? Weil ich den geholt habe. Okay. Ich musste ihn holen. Wollte ihn direkt gespoilert werden, dann hätte ich keine Eldring-Streams geschaut. Eldring ist leicht was anderes als sagst du, ja, das ist Misimi. Ja, ich meine, du hast schon so viel Eldring gesehen, ne? Und ja, Dark Souls 3 wurde es heute komplett blind sehen, ja. Als der Schalter. So. So, wir waren jetzt wieder oben, also wir müssen jetzt wieder nach unten. Na gut.
Dim-di-dim-di-dim. Genau, geradeaus. Ich hab mich erst gewundert, warum du links abgebogen bist. Dann hab ich gesehen. Oh, Item. Ich habe meine ganzen Curses wieder noch dabei. Oh Gott. Egal. Warum? Oh, mit Black Flame habe ich auch noch dabei. Naja, habe ich ja auf dem Schwert. Oh, der gefallene Flamme. Uff, Hellflame. Surge, Great Flame, Giant's Flame Protection, Purging Flames. Ja. Das Protection ist neu. Ja. Und der Flammenwerfer. Einer ist schon nicht schwer. Ich bin gespannt, wie ich mit dann zwei durchsetzen kann später. Und ja, ich weiß, dass eure Motti schwerer macht. Nein, macht sie nicht schwerer. Na, nur manche Gegner. Es gab neue davon, also der mit den Ja, aber manche Gegner haben deutlich mehr AP gehabt. Ja, das stimmt. Also einige Boss haben mehr AP. Ja, okay, dadurch, dass wir Blut und Eis spielen, ist es halt. Ja, ich spiele Blut und Eis. Du spielst irgendwas anderes. Jo, Andi, viel Spaß noch. Viel Spaß. Das stimmt, hier ist er. Ja. Pärchen, nimm das bitte auch. Danke. Jetzt auf zu 1. Lassen. Genau. Benny macht eh einen Boss first. Wie gesagt, das bezweifle ich ja. Bei einem Boss mindestens. Ja. Außerdem weiß ich eh nur ein Scherz. Die Stadt hier ist einfach neu. Wo war denn der runter? Ja gut, ja, wo ist jetzt der runter? Ja, Hilfe, nicht die. Noch irgendwo. Was war denn der da hinten? Da war auch eins. Gab es auf jeden Fall da hinten einen Runtergang und da in der Stadt irgendwo muss auch eins sein. Ich kann mir sogar zwei Gegner denken, wo Fenrir auf jeden Fall öfter sterben wird. Vielleicht sogar drei, vier. Hab zu denen dauert es halt noch. Radahn gehört auf jeden Fall dazu. Ob man Radahn ohne was Bestimmtes macht. Und den anderen will ich nicht sagen. Der Bluthund Godfrey, der immer noch nicht tot ist. Godefrey, genau. Au! Gott! Kommt den auch, wenn man ja. Au, hallo? Ich. Ja, ich stehe. War dann auch so ein Gimmickfight? Nein, Radahn ist kein Gimmickfight. So, aber jetzt irgendwo in der Stadt da vorne muss ja irgendwo was sein. Gibt's überhaupt einen Gimmickfight in Elden Ring? Weiß ich gar nicht. Was bezeichnest du als Gimmickfight? Ja. Oh, hier sind Schlangen.
Mit der Feuerpeitsche, alles klar. Wo es ein besonderes Mittel gibt, quasi. Kann ich auch beantworten, Kevin. Warte, Dark Souls habt ihr alle gespielt, ne? Dark Souls 3 gab, war das der Riese. Ja, ja. Genau, ja, okay, ja, Elden Ring hat auch was. Okay, Kevin. Weißt du, ich habe die Frage mit Absicht so gestellt, dass es so, dass du dann sagst, nö, gibt's nicht. Mann, ey. Aber irgendwie klar, dass Elden Ring auch eine Gimmick-Fight haben wird. Oh, Boss. Was, wo, Boss? Wo bist du? Hier. Guck doch auf die Map, Junge. Ich sehe dich. Auf der Map sehe ich dich nicht. Kompass. Hi. Ja, wenn du zu weit weg bist, sagt der Kompass auch Yeet out of the window. Sag, ich geh zur Stadt. Magma. Apropos Magma Mount Gemini, waren wir auch noch nicht. Ja, ich weiß. Burning Rancor. Burning Rancor. Familie Consumption. Das ist legendär, okay. What? Das sind die ersten. Restores HP, FP und SP. Die ersten, jo. Upon defeating enemies and granting a boost in power. Oh. You gain 10% additional fire damage to your attacks for 30 seconds. Overall effect lasts for 3 minutes. Toll. Also musst du aktivieren und wenn man dann Gegner tötet, Kriegst du die ganze Zeit HP, FP und SP. Ey, das ist what the fuck. Für 3 Minuten und dann kriegst du auch noch mehr Feuerpower. Aber als Feuer halt, ne? Ja, klar. Heißt, hier irgendwo startet wahrscheinlich der Magma. Nee. Die starten da, wo man die Notizen kriegt, Kevin. Ach, stimmt. Aber den Magma haben wir noch nicht gefunden. Nee. Oder ist das einfach nur der Feuerzauberer? Nee. Ich weiß es nicht. Wie muss man das? Also eine Magma-Klasse gab. Wie kann man darauf. Muss man aufs Dach hoch können? Egal. Steigt der Leute nicht so aufs Dach, Mensch. Doch. Ich würde dir gar nichts sagen, Kevin. Hä? Ich mag die Trommel im Hintergrund. Ich mag ja gemein die gesamte Musik in Elden Ring. Vor allem im Untergrund. Die ist echt ruhig. Ruhig gefährlich gleichzeitig. Mann, hier war die Höhle vom Goldskörper. Stimmt, die müssen wir auch noch machen. Mal merken. Ja, warte, ich hole einfach den Teleporter. Ja, genau. Afenir, falls du dich jemals gefragt hast, was diese komischen Kerzenständer sind, oder diese Gräber, die kann man aktivieren, aber auch nur, wenn man den Dungeon nicht gefunden hat. Die zeigen einem immer dann den Weg, wo ein Dungeon ist. Ich habe schon herausgefunden, dann scheint ein Geist jetzt im Brennstoff. Genau. Was hat Kevin gemacht? Okay. Du öffnest die Truhe? Ja. Last Side of Graves visited, sonst wäre ich jetzt unten in der Schlucht gespawnt, weil da anscheinend ein Stack of Marika ist. What the fuck? Aber ey, wann hast du die bekommen? Wahrscheinlich. Bist du jetzt bei mir? Nee. Okay. Jawohl, Gabe. Zitat 11, Henry, Zitat 11.
11. Wieso bläst du jetzt hier herum? Hör auf. Mal. Das war jetzt echt unnötig. Ist mir doch egal. Eh nichts. Lass mich ja auch nicht mehr. Oh nein, wie schlimm. Ups. Ich habe irgendwas hinter der Wand getötet. Naja. Ich hab mich kurz mit einer Ratte gekloppt. Ach, ich töte schon mal alle. Ja. Das Ding geht auch bei dir durch, wow. Deine Sparks of Elektrolytik. Hey. Ich bin gespannt, was du noch für Zauber kriegst, wenn du schon sowas hast, weißt du? Ja, ich auch. Und das sind gerade eine Stufe 2, ne? Ja. Du hast noch 3 Stufen. Das glaube ich, dass es Stufe 2 ist. Ja, es gibt 4 Stufen, oder? Vier. Ja, es gibt 4 Stufen und halt Startzauber. Also 5. Shimmering haben wir von dir bekommen bisher nur, ne? Kann gut sein. Warum hast du keine Notizen bekommen, ist die Frage. Ja. Oh. Eigentlich müssen wir bei dir nochmal nachgucken, wo die Notizen sind. Ja, also ich müsste mal nach dem neuen Charakter machen und da zu meinem Ort gehen und dann da nachgucken. Da ist ja direkt der Startpunkt, ne? Der Startpunkt war halt eben in der Nähe von den Tower of Return. Ich weiß nicht, welche andere Klasse halt eben in der Nähe noch gestartet war. Das ist es ja. Find dieses Item nie. Welches? Da. Ich guck einfach mal kurz nach. Achso. Was genau willst du jetzt machen? Mach kurz einen Charakter und guck danach, wo die Notizen lagen. Ja. Ostwich. Thank you.
Au. Au? Gegner. Ah. Ich weiß nicht, was du meinst mit Spawns in einem Eis. War nochmal keine Notizen. Kisten leer. Ja, Kevin, weil ich die ganzen Sachen ja schon so voll ausgerüstet habe. Also, man, ne, ich glaube mal, vorher war das halt eben so, dass man halt eben sagt, wenn andere da hingehen, dass dann halt eben da Sachen drin sind in der Kiste. Ah. Deswegen, man müsste eine andere Klasse erstellen und dann dahin gehen. Da bist du. Das war hier. Warum ist da schon eine Gnade freigeschaltet? Was ist denn das für eine? Hä? Wo? Achso, das ist außerhalb von dem Turm von dir. Notiz eigentlich fallen lassen? Weiß ich nicht. Nee, kannst du nicht. Okay, Quit Game. Welche Klasse ist in uns auf allen Fällen Jacken? Wer könnte da in der Nähe sein? Der, Parfümär ist, glaube ich, würde keiner von uns nutzen. Ja. Ah, ich glaube, der Parfümer startet in Lindel? Jetzt bin ich. What? Okay. Ah, ich mag das hier nicht. Nur mit dem Tarnisch. Jetzt hat Finger da rein, geht's das. Uff. Was? Ja, du musst diese Items an der Seite aufsammeln, damit du überhaupt durch das goldene Tor gehen darfst. Da hell. So. Ja, gut. Village of Albinorix, gerade der. Ach, in Ionia? Ja. Ah, ja gut, das ist schlecht. Wir könnten da auch nicht bei Marksman eventuell. Kann ich selber gleich mal mitgucken. Also. Ich nehme mich gleich vor den Boss und dann mach ich kurz. Wenn ich zum Boss irgendwie kommen würde, irgendwann mal. Das setzt hier durch. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Hi. Bitte ignoriere mich weiterhin. Jetzt sind schon mal Limgrave. So weit ist es jetzt nicht. Da war dein Turm. Ich hab's mir einfach gemacht mit der Klasse. Ich habe einfach die Klasse genommen, die du jetzt die du ja jetzt als Startklasse daneben wirst. Du hast jetzt den die Nacht genommen. Genau. Sehe ich mal, wie du startest dann. Oh, das war ist ein guter Punkt. Ja.
Das ach, der, ach so, ich habe den Starcaller genommen. Ja, okay, ist in Ordnung. Ups, dann habe ich nicht noch genommen, alles klar. Ah, der Starcaller war trotzdem in der Nähe. Ich gehe gerade über die Brücke. Ja, ich bin noch nicht bei der Brücke. Aber dann ein Screenshot von den Notizen. Nee, ich wollte nicht hoch. Ich meine die Brücke oben auf der Map. Ja, ich glaube die hier, ne? Bridge of Sacrifice, da wo du ins untere Gebiet dann kommst. Dürft gleich beim Eisturm sein. Dann habe ich keine Ahnung. Mit die Brücke auf dem. Naja. Yuki, viel Spaß beim Einkaufen fahren. Bring dir was Tolles mit. Bis später. Ich sehe das Kolosseum, das Mausoleum. Ich sehe den Turm. Ja, den sehe ich auch. Glaube ich, ne. Ist das Mausoleum schon vorbei? Nö. Okay. Ich bin jetzt beim Turm. Wo da das Eis drin ist. Was? Okay. Ich kam von oberem Lande. Grimgrave. Ja, Grimgrave. So, was haben wir denn hier? Ja. Sind generell leer? Lol. Und? What? Okay. Aber nicht sagen, wegen der Notiz. Die Notizen sind ja da. Lol. Da! Gott, das war. Nee. Hä? Wo bin ich denn gestartet? Irgendwas tut ja eigentlich gerade. Was herauszufinden war, wo meine Sachen sind. So, hier oben ist es nicht. Nee, hä? Vorbei? Hinten ist. Was ist da. Ach, da unten. Oder? Nee. Bin verwirrt. Weiter rechts. War richtig. Bin jetzt hier beim Wasser. Okay, wo muss ich hin? Wo war mein Startpunkt? Warte. Geh mal auf die Map. Au. Ich muss die Qualität kurz erhöhen. Du musst weiter nach oben. Nach Norden oder nach Süden. Also jetzt reitest du in Ruinen rum bei mir. Jetzt musst du genau links neben dem Erdenbaum quasi. Weiter unterhalb Klippen. Das ist schon viel zu weit. Ich werde jetzt sterben. Die Faint Rune of Frost haben wir ja schon, ne? Ist es das, womit ich starte? Wahrscheinlich. Ja, ich gucke jetzt selber. So, und die verbesserte Rune haben wir ja bei Loretta bekommen.
Ja, die gibt Loretta dir. So, Glowing Rune of Frost. La 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 la. Gib mir. Wo hast du das gefunden, Kevin? Ich guck's gerade in einem Video nach. So. Cryomancer bin ich theoretisch, ne? Cryomancer. Also soll ich dir sagen, wo du es kriegst? Warte. Also beschreib's dir am besten einfach im Chat, was ich dir dann sag. Oh. Warte, ich mach einfach einen Screenshot. Schneid nur das, was er sagt, aus. Scheinen sie Kinder zu haben. Was? Nee, das ist was ganz anderes. Probably the Trinity. Fingerslayer Bedroom. Okay, dafür. Okay, das war. Da weiß ich, was ich machen. Wir müssen Ranis Quest für deine Zeug machen. Ja. Verdammt, ich hab Fortsetzung gemacht. Also. Ja, ja. Da verstehe ich. Das heißt. Ja, das Slayer Blade haben wir schon. Haben wir schon geholt. Haben wir? Ja. Oh nein, jetzt habe ich Continue gedrückt. Nee. Ja, hatte ich auch aus Versehen gemacht, deswegen. So, erstmal den Löschen. Ja, Castle Soul, klar, logisch, weil habe ich irgendwie verstanden. Kelowna's Rise. Das ist Kelowna Rise. Das ist da, wo. Adela ja, ich weiß wo. Ist. Wo wär's? Oder? Heißt der nicht so der Drache, Adula? Kluas Race. Rise. Das Castle Soul. Das ist doch dieses Sternfall-Dings. Kluas Rise. Wo ist Kluas Rise? Nee, der bei Eisdrachen ist First Church of Marika. Das ist beim Village von Albinaurix, unten links davon. Das ist das. Ah, ganz am. Ach oh Gott, ganz am Ende von Rannis Questreihe. Ja. Ah, okay. Soll das alles kein Problem sein? Und deine Sachen waren nochmal wo dann? Die nächsten? Im Eisgebiet? Ja, was im Eisgebiet? Ja, ein Evergold oder so. Lord Condenders Evergold. Ah, das ist genau. Der ersten Kirche. Das ist in der Nähe vom Eisdrachen. Und das andere ist Farum Asala. Ja, Farum Asala. Mehr steht da nicht. Ja, okay, Farum Asala. Ja, okay, dann machen wir eh alles. Das heißt, wir könnten. Weiß ich, wir könnten meins komplett ja, schon machen Farum jetzt, ne? Farum Asala, wo? Können wir? Ja. Du müsst jetzt nur Radan töten dafür. Ne, das ist der Shaded Castle. Wo war denn Castle Soul? Das war oben im Eis, ne? Ja. Aber das. Ich meine, das ist so. Ich meine das von Rani. Ne? Castle Soul, klar, später erst, aber, ne? Das ist das letzte, könnte man schon. Warum Masala? Ne, ich kenne nur Tika Masala. Ja, dann lass mal zu. Mach erstmal deine Map auf. Warum soll ich meine Map aufmachen? Damit ich beitreten kann? Ich hab doch schon gemacht. Ja, jetzt? Nicht. Schon vor 5 Stunden, Kevin. Da gab's sich nicht mal.
Das? Ja, machen wir hier die Cave fertig fix und dann gehen wir zu Rani. Oh. Am Wochenende erstmal Stockbrot und Funkwai-Nana-Taschen. Mach das, Fenrir. Hi. Oh. Überraschung. Hm. Was war denn schon wieder? Oh, guck mal. Oh, sogar die Shining. Ja, aber nicht die höchste. Sieht cool aus. Okay. Disintegration. Einfach eine Disintegration. Oder was war das höchste? Radiant, ne? Ja. Ganz kurz zu Rani hast du gesagt, ne? Eine Sache können wir schon mal abgeben. Ich bin mal gespannt, was jetzt die dritte Stufe dann ist. Fahrstuhl nicht da. Natsu, Desintegration gibt es in so vielen Spielen. Desintegration ist einfach nur die Auflösung der Moleküle. Also, dass sie halt dem sich spalten. Es ist der zweite Frenzied Curse, Digga. Also nicht spalten, sondern eben nur, dass halt die Atome keinen Zusammenhalt mehr haben, so. Der zweite Frenzied Curse. Aufstehen. Ach Gott, ja, wir müssen erst Radan machen. Okay. Ich habe mir geschlafen, ich kann mit dir nicht ansprechen. Oh. Ach, die wird erst durch den Knall wach, oder? Vorher war nur Punkt. Und das Film, als Jabba the Hutt und so viel mit seinen letzten Dolmetsch-Trauiden war, den auch desintegriert lassen. Gott, ey. Namen. Ich kenne Disintegration nur von einem Anime. So, ja. Ich muss gucken, dass ich irgendwie noch. Ich hätte auch hinten rum können. Wow. Ich brauche noch ein bisschen mehr Intelligenz gerade. Ja. Das brauchen einige Menschen. Padme, wann... Stimmt. Ich hab... Es ist 18 Uhr. Padme ist schon zu Hause? Padme hat Zeit? Padme ist schon bereit? 20 Uhr. 8 Uhr habe ich... Ne, 18 Uhr habe ich gesagt, Kevin. Nicht 20 ja. Uhr. Bis circa 22 Uhr. Ah, Padme. Okay, warte, lass mich nur zur Hülle gehen und dann, Ich guck mir noch den neuen Zauber an. Ja. Das kannst du dann bei dir im Spielstand machen. Ja. Kein Stress. Doch, jetzt ganz viel Stress. Aua. Gut. Das könnte fast ein Kurs sein. Ich brauche noch ein bisschen mehr Intelligenz gerade. Mach doch einfach, Fenrir, mach doch einfach. Ich brauche noch ein bisschen mehr Intelligenz, ne, sagte Kevin. Hallo, Vogel. Dass es diese Feuerspirale mit dem Monster Shabriri gedonnert hat. Cool. Na, Yuki? Tschüss, Yuki. Eine Zauber ist aber lustig. So, na dann, Kevin. Hören wir uns später wieder. Wahrscheinlich. Jo. Dann, Cheerio. Tschüss.